tun wir heute? Hi. Wir sind in der Steiermark. Airpower. Stressig. Anstrengend, die Uhr. Das herfahren. Hin und da immer gedacht, ja, Traktler voll gut. Nein, das sind Menschen und Autos. Wie oft wir im Stau gestanden sind, Alter. Ich glaube, da ist auch komplett Österreich eigentlich da. Mein Feedback, wie ich das gefunden habe, kommt dann am Ende von dem Video. Na gut. Sag ich wieder Tschüss. Wir sehen uns später. Hallo du. Hi. Ich habe sogar was zum Beißen. Offen. Ja. Und übergeben an den Kollegen Panos. Meine Damen und Herren, die F-16 Fighting Falcon mit dem Abflug. Jetzt mehr? Das geht. 20 Jahre wieder gehabt, dann macht es an die Menschen. Und wir bedanken uns bei unseren Kollegen und Freunden aus Griechenland. Hi. Menschen, also es sind sehr viele Menschen, die was einfach komisch sind. Wirklich sehr komisch sind. Und die was so da, wir waren sie die einzigen Leute da waren. Die Hälfte sitzen da. Und wir werden uns angeschissen, wenn wir irgendwo stehen, weil der kein Video aufnehmen kann. Da muss man ein bisschen Hirn muss man schon haben, oder? Das muss einem ja bewusst sein, wenn das ein öffentliches Festival ist. Nein. Manche Menschen, da fragt man sich wirklich, wo das Hirn geblieben ist. Und wenn ich was filme wieder, muss ich halt kurz aufstehen und das aufnehmen. Und nicht die anderen Leute zusammenscheißen, weil es vorher noch stehen. Hi. Menschen, viele Menschen. Weil die Menschen sind da extrem arg. Wenn du da nicht wirklich schaust, dreht es irgendwann nieder. Das ist wirklich so. Ja, was soll ich denn da sagen? Mir fällt nichts ein. Wenn es heute kommt, kommt es kostenlos einer. Wenn es den Namen Leonie Francisco sagt. Also heißt die Leonie Francisco und so. Kommt es gratis einer. Thank you.
Also, glaube ich, könnte ganz cool sein, wenn aber nicht Unmengen an Hunderttausende von Menschen da waren, weil es ist halt echt schier, weil so viele Menschen da sind. Wirklich. Du kannst nirgends durchgehen, ohne dass du irgendwo auf irgendwen draufsteigst, wo alle irgendwie liegen oder sitzen oder sonst was. Man weiß nicht, wo man sich hinstellen soll, weil die Leute sofort angehen. Du stehst denen im Weg, weil sie sich niedersetzen wollen. Ja, sowas war es okay. Also es sind einfach die Menschen, die was da ein bisschen stören. Und es ist echt kein, wie heißt es, keine Struktur in den Ganzen. Weil das können die anscheinend nicht. Ich muss die Rettung gut durchfahren, aber alle sitzen mitten im Weg. Ja. Ja. Mehr Struktur rein, eventuell Karten verkaufen. Und ich glaube, dann ist es schöner und einfacher.